Das ist der Hungrige. Oh, das ist Hugo jetzt. Das ist der Hungrige, das heißt, Hugo. Das heißt, wir sehen jetzt gleich aus Hausberg 90% von dem, was wir eben gesehen haben. Weil deswegen hat ja kein Konzept, weil kein Konzept ein Dislike gegeben. Hungriger Hugo, Franz Hausberg. Ah. Okay, sehr gut, Abfahrt. Auf gar keinen Fall bei Mitglied werden. Nur Abzocke, oh, Frank, die Cam! Ist auch gar nichts los, ist auch gar nichts zu sehen. Monte Stream am frühen Morgen. Und ihr habt frei Homeschooling Quarantäne oder was? Urlaub, Homeoffice, gelber Schein, Bruder, den gelben Schein fühle ich. Spätschicht, arbeitslos, okay. Fühle ich auch. Ich habe weder Homeschooling, noch gelben Schein, noch Urlaub, noch bin ich krank, ich muss arbeiten. Man merkt immer, was ihr eigentlich für ein gutes Leben habt, wie gut es euch geht. Seid dankbar, Chef. Während ihr zu Hause faulenzt, sind Leute wie Monte schwer am Schuften. Ich arbeite in meiner Mittagspause für die Lohnerhöhung. Also bis jetzt habe ich schon wieder echt ein Scheißvideo. Ich habe noch nicht einen Clip von mir gesehen. Carsten friedlich am Zocken. Auch Carsten komplett aus dem Nichts. Mann! Mann! Was ist denn mit Carsten los? Mit einer großen Wahrscheinlichkeit habe ich bald... Gleich habe ich... Tourette? Du siehst ein bisschen aus wie die Schildkröte von Ab durch die Hecke, schau mal nach. Oh mein Gott! Das ist ja einfach. Die Schildkröte aus Ab durch die Hecke. Die sehe ich da jetzt auch nur noch. Stark. Oh nein. Chat, wisst ihr, was heute passiert ist? Meine Haushälterin meinte, dass sie heute nicht so lange braucht. Das bedeutet, es ist nicht so eine Frage. Ja, ich denke, die sind dreckig. Ja. Danke. Ja. Tommy wieder on fire. Du bist ein Knecht. Ja, super. Ja, so ein Schmutz. Wenn ich den sehe, Digga, ich werde ihm so einen Nippeltwister geben. Wie, das müssen wir jetzt gewinnen, okay? Fazit, Max will gewinnen. Ich gebe mein Bestes. G-Time gibt sein Bestes. Let's go. Direkt mit los. Wiki, los, Wiki, los. Max perfekt in Position. Gegner machen Punkt. Und direkt nochmal. G-Time der Wald. Nochmal drücken. Let's go. Und da sagt man immer, Max ist lost. Kevin Entering Gottmut. Gegner geht hoch und springt über ihn. Hä? Wait, ist er runtergefallen? Oh nein, oh, what the fuck? Oh, was? Ah! Ach nee. Chris, hast du Arsch gesehen? This girl is on fire! What the fuck? Was war denn das? Ja. Ja. Im Grunde lerne ich gerade, ich will jetzt nicht sagen auswendig, aber lerne ich gerade die Terms of Service auf Twitch nochmal auswendig. Neue Ereignisse im Fall Gebauer. Hat Hugos neues Video rausgebracht? Nee. Weiter 1237. Cooles Video heute mit Victoria. Hast du schon das Argento Review vom Parfum Boss? Könnt ihr jetzt nicht sagen, wer da irgendwie dir was zu sagen kann. Also die Jungs sind der Meinung, dass du gerade ignorierst, dass der Hugo ein neues Video rausgebracht hat und will es mir noch nicht zeigen. Nein, das ist aber kein neues Video. Aber vielleicht habe ich das Video auch schon gesehen. Ja, das ist kein neues Video. Ach nee? Ich glaube, ich habe da was gesehen hier mit dem Text. Nee. Das ging jetzt start. Ja. Markus droht wie eine Tomate Lul. Ah, Jungs, was meint ihr? Do. Aber das hast du auch schon gesehen. Aber alleine. Ja, alleine. Du hast mir das nicht gezeigt. Nein, ich muss dir das ja auch nicht zeigen.
Eine Sache habe ich nie in der Schule gemacht. Ich habe nie Leute in der Schule gemobbt. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer Leute geschlagen. Nani? Oha. Omae wa mou shindeiru. Es waren einmal zwei Streamer, die machten zusammen einen schönen Stream. Dann sagte einer der beiden, er geht mal aufs Klo. Der andere musste ganz allein weiter streamen. Und dann bemerkte er etwas Komisches. Bis heute fragt man sich, was dieser junge Mann da draußen gemacht hat, wobei er doch angeblich nur aufs Klo wollte. Ich habe noch nie Alkohol getrunken und bin dann Auto gefahren. Nee, ich bin wirklich noch nie... Ich glaube, ich bin sehr safe, dass ich... Ich habe noch nie einen Fan beleidigt. Nein. Ich habe noch nie jemanden in den Garten geschissen. Was? Nein. Nee, habe ich auch noch nicht. Jeden Dienstag. Schon jetzt mit so einem Mask auf, so. Was ist das für ein... Wolltest unbedingt May Abu Shaka. Das ist das Spiel, was ich zur letzten Zeit habe. Es wird langsam Zeit, mich zu unterscheiden. Scheiße, jetzt zu äußern. Die Lügen, die über mich verbreitet sind, ganz Deutschland. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass YouTuber Grommis sind. Würde ich gerne mein ganzes Haus, meinen ganzen Hof so machen, dass alles abgeriegelt ist und dann eine Art Paradies für YouTuber machen könnte. Und dann wäre es wirklich so, dass ich quasi hier wirklich sagen kann, ja, man kann hier, ich stelle hier mal einen Gärtner ein, würde hier einen Gärtner einstellen, ja, dann könnten andere YouTuber von aus ganz Deutschland hier anreisen, hätten hier keine Probleme, wenn sie entspannen und chillen wollen. Ich habe hier erst genug Platz, ich könnte hier eine kleine Ecke mit Whirlpools einrichten, ich könnte hier ein Haus hinstellen, vorausgesetzt natürlich, das muss man natürlich genehmigen lassen, alles, das Haus hier wegreißen, ein richtig schönes, großes Haus herstellen, ja, mit, sagen wir mal, 5-6 Zimmern für Gäste, wo dann wirklich mal sagen, ja, 3-4 YouTuber, die kommen mal hierher, ja, und dann können sie hier chillen mal, dann können sie sich entspannen. Das sind so Dinge, die ich schon lange nachgedacht habe. Da bin ich dabei. Ja. Sag Lord, wenn die Einladung kommt, kommt. Ja, Mann, ich stehe darauf, Mann, weil ich keine Zeit mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Oh. Egal ob du Mann oder Frau bist, ich brauch diesen Sex, egal von welchem Geschlecht. Es gibt nur zwei. Oh! Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Ich weiß nicht, wie Vin Diesel aussieht, Digga. Halt's Maul. Die Glatze. Haare sind gegelt, fühl mich wie Vin Diesel. Die Schlümpfe. Die haben mich so abgefuckt, ich hab sie gehasst. Ich wollte mal, dass Daria mir die Schlümpfe endlich tötet. Ja, das ich geschafft. Hab auch gedacht, der für Schnaps. Digga, der hat sie 1000 Folgen angegriffen, er hat nie einen Schlümpf getötet. Ja, ich hab genug. Montes beste Angestellte. Platz 4, der Aquariumpfleger. Platz 3, Kater Leon. Platz 2, Agatha. Agatha hat wieder gezaubert. Und auf der 1, die Lambo-Reinigungsaffen. Wenn Monte einen Schlangenbiss in seinen Hoden kassiert, würdest du seinen Hoden aussagen, um ihn zu retten? Wenn sein Leben davon abhängt, definitiv ja. Oi. Würdest du das gleiche für mich tun? Alles klar, danke. Oh, jetzt habe ich Hugo abonniert. Wir haben ihn schon abonniert. Ich kann das leider nicht tun. Warum nicht? Weil es nicht funktioniert. Ach so. Du kannst das nicht raussaugen. Und wenn das Leben von mir... Also es funktioniert ja nicht. Hm. Das Einzige, was dich da weiterbringt, ist das Gegengift. Man kann einen Schlangenbiss nicht aussaugen, weil es ist schon in der Blutbahn und du kriegst es nicht mehr raus. Und wenn man das hätte machen können? Dann können wir darüber reden. Okay, okay, danke. Leute, schau mal Hugo vorbei. Dead.